Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einer Blitzer VMAX Premium Collection in Deutsch. Die habe ich bei meinem Spielzeughändler um die Ecke für 45 Euro gekauft. Und da konnte ich nicht nein sagen. Ich habe noch eine Aquana und noch eine Blitzer da. Die ist leider beschädigt. Und die wird definitiv aufgemacht. Bei den anderen beiden überlege ich noch, aber wie ich mich kenne, werde ich die eh aufmachen. Mal schauen. Auf jeden Fall fällt mir hier auf, dass die richtig stark zugeklebt ist. Also richtig extrem. Spannend, hat schon nicht gehabt. Ja, ansonsten, wir machen heute wieder ein Giveaway. Ich mache mal kurz die Box auf, Sekunde. Das Giveaway ist wieder von meinem lieben Card Collector gesponsert. Liebe Grüße gehen raus. Heute gibt es dieses Blister zu gewinnen, abhängig von den Hits, die wir ziehen. Aber jetzt erstmal zu der wunderschönen Box. Wir haben hier so viele, oh Gott, wir haben so viele Karten zum Stiefen hier. Blitzer V und Blitzer V-Max alternativ. Die Karten allein sind so um die 15 bis 20 Euro in etwa wert, so ganz, ganz grob. Und so mega, freue ich mich drüber. Das ist so ein Schnäpperle im Endeffekt. Die Box macht sich schon allein durch die beiden Karten sowas von bezahlt. Und wir haben ja auch noch viele, viele Booster hier drin. Die werden auch direkt gerippt, würde ich sagen. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile schon meine Kollektion hochgeladen habe. Aber ansonsten kommt es in den nächsten Tagen. Viele haben schon nachgefragt. Und wenn ihr was mit diesen Karten anfangen könnt, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben. Ich habe davon noch viele rumliegen. So, wir haben hier noch einen Blitzer-Pin. Und dann haben wir die Booster. 1, 2, 3, 4, 5. Ist immer etwas laut, weil ich mich großartig vorbereite. Wir haben hier 5 Booster drin und einen Code für euch. Viel Spaß damit. Ach, ich liebe Fusionsdreieck, ich liebe Drachenwandel, ich liebe alle Sets, die hier drin sind. Wir machen Drachenwandel in der Mitte auf. Schaurige, Fusionsstrike. Machen wir die Reihenfolge hier. Genau. Und wir machen das wie beim letzten Mal auch oder bei den letzten Videos, die erschienen sind. Ihr könnt das Giveaway hier gewinnen, diesen Blister, indem ihr bis zum Ende des Videos durchschaltet. Ich werde im Laufe des Videos einen Hashtag sagen von dem Pokémon, was ich jetzt ziehe, über was ich mich am meisten freue. Und das kommt als Hashtag dann in die Kommentare rein. Und dann wird es so sein, dass in 2 Wochen dann der Gewinner gezogen wird. Let's go, ich habe richtig Bock. Wir haben eine Feuerenergie, Turm des Wassers, Krebutak, Serwol, Psiao, Klonkett, Molunk, Krebskops, Galar Phlegmon, mega schön. Onix als Reverse, uff, Offsender. Und ein Vishu, aber was ist das für ein Offsender bei der Karte? Eieiei, ich glaube, die werde ich mal zu meinen Aero-Karten hinzugeben. Ah, die ist ja richtig Offsender. Krass. Liebe Grüße gehen raus an die Pokémon Company. Vielleicht wird auch Offsender mein Hashtag werden. So, Fusionsangriff. Genau. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ihr könnt ja bei euch schauen, vielleicht habt ihr auch Glück und euer Händler des Vertrauens hat nochmal nachbestellt. Beziehungsweise die lokalen Stores. Ich hatte einfach nur Glück gehabt, ich war zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Tag, am richtigen Ort. Wir haben Morpeko, Raupi, Hydropi, Skoppel, richtig schönes Artwork. Rotomorph, Raupi als Reverse und ein Coriogel. Also ich muss sagen, ich habe jetzt 2 Boxen schon aufgemacht und das ist gerade die dritte, so in letzter Zeit. Und die sind alle bis jetzt noch nicht besonders gut. Aber es kann ja noch werden. Let's go, Drachenwandel. Ich liebe es. Es gibt eine Chase-Card, aber die möchte ich nicht aussprechen, weil das ist einfach nur frech und ich gehe nicht davon aus, dass ich diese Chase-Karte irgendwann mal ziehen werde, wenn ich ehrlich bin.
Wir haben hier eine Bissdrachenrolle Teribat in Toren, Zubiris, Knöpfel, Wommel, Schallquapp, Evoli, Traumball und ein Dressela. Ja, es geht weiter, es geht weiter. Aber wir haben noch zwei Packs. Ich denke mal, ein Hit sollte schon dabei sein. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Chilling Rain, schaurige Herrschaft, let's go. Eins, zwei, drei, vier und wir gehen rein. Wir haben einen robusten Helm, Flavia, Porygon, Kloptopus, Scarabon, Voltilam, Ignivo, Botogel, Rivus Flauschling und ein Dicktrieb. Was? Was ist denn das? Also wie gesagt, das hat sich sehr, sehr komisch beim Aufmachen angefühlt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Spielzeuggeschäft, ein Familienbetrieb um die Ecke, da irgendwas machen sollte. Fusionsangriff. Last Pack Magic. Bitte enttäusche mich nicht, Fusionsangriff. Ein Hit wäre schon... Ja, würde ich mich echt freuen über einen Hit. Goofa, Deponitox, Crosstauscher, Thermopod, Galaflampion, Micro, Makuhita, Kroltra, Reverse Micro, auch mega Aufsender und Katapultra Holo. Wir nehmen das Hashtag Offcenter. OFF CENTER. Deswegen waren die Boxen vielleicht so billig, da ist ja gar nichts drin gewesen. Schade. Ja, gut, dann nochmal vielen lieben Dank an Jan, der das Giveaway gesponsert hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's schön gut. Tschüss.